Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt schon gesehen, um was es geht. Wir haben heute viel zu tun, weil heute wird der erste Tag, wo den ganzen Tag die Sonne scheint. Und ich hoffe, dass es abtrocknet, weil wir haben heute viel zu tun. Ihr habt ja gesehen hier, der Einachser. Den werden wir heute in Betrieb nehmen, und zwar nicht mit der Fräse, sondern mit dem Mulcher da hinten. Ich will eine Weide vorbereiten für die Ziegen, dass ich die Ziegen gegenüber von meiner aktuellen Weide auf die Wiese stellen kann über Tag. Dann können die nämlich das leckere Gras abfressen. Und wir fangen heute damit an, dass wir den Einachser fertig machen, da muss noch Öl rein und den müssen wir in Betrieb nehmen. Dann fahren wir runter und dann testen wir den Mulcher für den Einachser, weil, ich zeige euch das mal gerade, der Mulcher, der ist, ich glaube, 70 cm breit und das ist ein Hammerschlägelmulcher und der wird hier angeschlossen. Moment, gerade mal ein bisschen runter hier mit der Kamera. Da wird er angeschlossen und dann wird quasi der Griff, der wird rumgedreht und dann haben wir quasi den Mulcher vorne und können Bahnen mulchen für den Zaun zustellen. Oh, hier ist ziemlich dunkel. Moment, so ist besser. Und können dann Bahnen mulchen für den Zaun zustellen, für den Elektrozaun. Wenn wir dann den Zaun gebaut haben, dann verlagern wir die Ziegen von unten nach oben und können unten um den Zaun drumherum auch mulchen, weil den will ich noch ein bisschen verstellen. Und wir misten unten den Offenstall und das Weidezelt und fahren den Mist hoch zum Kartoffelacker, wo wir die Kartoffeln drin hatten. Und bis dahin ist es dann auch Nachmittag und ich hoffe, dass es einigermaßen abgetrocknet ist, weil dann fahren wir nämlich hierher wieder und bauen den Kartoffelroder zum Tiefenlockerer um. Ich habe mir 3 Tiefenlockerer-Schar dafür bestellt und ich will es dieses Jahr mal probieren, nicht zu pflügen, sondern den Acker mit dem Tiefenlockerer zu bearbeiten und danach mit der Fräse alles schön körnig fräsen. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das funktioniert mit so einem Tiefenlockerer. Ich habe noch nie mit so einem gearbeitet, aber dann wird die Erde auch nicht so umgeworfen. Und ja, dann schauen wir mal und probieren das mal aus. Und dann können wir nächstes Jahr nach der Ernte sagen, ob es was gebracht hat oder nicht. Jetzt nehmen wir aber zuerst mal den Einachser in Betrieb. Ich muss noch Öl auffüllen. Ich muss mal gucken, ob beim Motoröl muss auf jeden Fall aufgefüllt werden und das Getriebeöl muss ich noch kontrollieren. Und dann bauen wir den Mulcher dran und dann fahren wir mal da runter und probieren den Mulcher aus. Eine komplette Vorstellung von dem Gerät kommt noch, genauso wie für einen Schlepper. Das kann ich aber erst machen, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Momentan überschlagen sich bei uns die Ereignisse. Wir haben ja 2 Flaschenkitze, die wir versorgen müssen. Letzte Woche sind 41 Küken geschlüpft und die müssen wir jetzt auch noch versorgen. Also es ist bei uns viel los und es ist im Garten einfach so nass, dass wir auch da nichts machen können. Ich habe aus lauter Verzweiflung die dicke Bohnen ins Gewächshaus gepflanzt und werde die dann, wenn die später ein bisschen größer sind, umpflanzen, hoch in den Acker, wo wir auch den Kohl und so weiter einpflanzen. Weil es einfach nicht anders geht, weil wir können draußen im Moment nichts bearbeiten. So, dann gucken wir jetzt zuerst mal nach dem Motoröl. Ob da was drin ist. Oh, ja, okay, Motoröl ist drin. Das wusste ich nämlich nicht genau, ob die Öle aufgefüllt sind oder nicht. Ich hatte sicherheitshalber schon mal Öle geholt. Jetzt gucken wir mal aufs Getriebeöl. Da war jetzt ein Drops dran, aber
Nee, also Getriebeöl. Da sind wir unter Minimum. Aber ich habe Getriebeöl da. Ich hatte schon prophylaktisch welches geholt, weil ich mir dachte, dass da nichts drin ist. Aber wundert mich jetzt, dass Motoröl drin war. Okay. So. Fülle mir jetzt mal ein bisschen ein. Ich habe jetzt nirgendwo in der Anleitung gesehen, wie viel da rein muss. Aber machen wir einfach mal. Füllen wir mal ein bisschen ein und dann peilen wir gleich noch mal. Ich müsste auch ein bisschen gerade stellen, gell? Das ist natürlich, der steht ja schief. Ich muss mal gerade was holen zum Unterlegen. Ja, noch ein kleines bisschen. Legen wir das noch unter und dann müsste es passen. Ja, so passt's. So. Weil wenn er schief steht, dann kann man nicht richtig peilen. Jetzt ist er am Maximum. Top. So. Öl haben wir kontrolliert, Motoröl, Getriebeöl. Jetzt füllen wir Sprit ein und dann lassen wir den Motor mal das erste Mal laufen. Ich bin gespannt. So, meine Lieben, jetzt sind wir unten und wie ihr hier seht, es ist bei uns die absolute Nasskatastrophe. Es ist überall Matsch. Du kannst nichts machen. Es ist nur am Regnen hier. Heute scheint die Sonne und ich hoffe, dass es jetzt mal ein bisschen abtrocknet. Aber die haben für nächste Woche schon wieder Regen angesagt. Ich weiß es nicht. Aber letztes Jahr war es genauso. Letztes Jahr haben wir ja erst im Mai die Kartoffeln gelegt, weil es vorher gar nicht möglich war. Ja, und das haben wir jetzt heute vor. Hier will ich den ganzen Mist da hinten, die muss ich noch wegräumen. Hier will ich noch den ganzen Mist drauf fahren. Von da sind meine Ziegis. Und ja, hier auf dieser Wiese
da mulchen wir jetzt rundherum eine Bahn, dass wir einen Elektrozaun stellen können. Dann holen wir die Ziegen hier raus, stellen die hierher. Ich habe gestern als Unterstand noch den Pferdeanhänger hier hingestellt. Wenn die Ziegen dann hier oben sind, dann müssten wir den Stall, also den Offenstall und das Zelt, das Weidezelt und fahren den Mist hier drauf. Danach fahren wir nach Hause, bauen den Tiefenloggerer zusammen und fahren hierher und ja, und bearbeiten das Feld hier komplett mit dem Tiefenloggerer. Wir müssen halt vorher noch, hier habe ich ja noch, Moment, gehen wir da runter. Ja. Das schieben wir einfach mit dem Frontlader ein bisschen darüber, dass wir hier arbeiten können. Und schaut mal hier, meine Bienen sind da. Die Leute, die mich auf Insta verfolgen, haben es ja mitbekommen. Oh, die sind auch schon gut am Fliegen hier. Schaut mal. Da habe ich direkt letzte Woche, oder war es vorletzte Woche, an Ostern war es, habe ich noch einen Brutraum oben drauf gesteckt. Da können die jetzt schön, haben die zwei Bruträume. Und in, ja, ich weiß nicht, in ein, zwei Wochen machen wir da noch einen Honigraum oben drüber. Und ja, dann haben wir im Frühjahr, haben wir unseren ersten Honig. Oder im Spätfrühjahr. So, und jetzt gehen wir noch mal weiter. Ich muss euch noch was zeigen. Ja. Ja. Die Ziegis, ich muss euch noch was zeigen hier. Schaut mal hier. Hier steht's Wasser überall. Das ist echt krass. Ich wollte die ganze Zeit die dicken Bohnen legen, aber wir können hier gar nichts bearbeiten. Das Einzige, was wir bis jetzt hinbekommen haben, ist, wir haben hier die Erdbeeren gepflanzt. Ich hatte Erdbeeren bestellt und die haben wir hier gepflanzt. Das sind so, ich glaube, 70 Pflanzen oder so. Das haben wir hinbekommen. Aber wenn wir jetzt mal weiter runtergehen, ihr seht, hier ist noch nichts gemacht. Ich hatte hier mal probiert mit der kleinen Hakorette, aber die hat sich sofort zugesetzt mit Schlamm und da ging gar nichts mehr. Und weil ich die dicken Bohnen nicht nach draußen selbst pflanzen konnte, habe ich die jetzt hier ins Gewächshaus gepflanzt. Und da muss ich mal gucken, ich habe 6 Reihen, a 10 Meter, also richtig viele, weil wir essen die gerne und wir haben letztes Jahr zu wenig dicke Bohnen gehabt. Da überlege ich mir halt später, wenn die aufgegangen sind, weil die sollten eigentlich hoch zum Kohl in den Acker, den wir jetzt bearbeiten. Da überlege ich, ob wir die dann nicht nochmal aussetzen und da hochsetzen, weil da blockieren sie nicht das komplette Gewächshaus. Ja, und wenn es denn irgendwann abgetrocknet ist, dann wird hier noch ein Gewächshaus aufgebaut. Und da, wo das ganze Gerümpel hier rumliegt, das muss ich auch noch wegräumen. Hier wird auch noch ein Gewächshaus aufgebaut. Das habe ich schon da, also Gewächshaus, Folientunnel. Das habe ich schon da liegen. Boah. Ja, ihr seht, das ist echt eine Pampen, eine Matschschlacht. So, aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Wir gehen jetzt hoch. Ich lege jetzt mal Zaun aus, dass ich sehe ungefähr, wo wir mulchen müssen. Und dann testen wir mal den Mulcher. Und was wir nachher auch noch machen ist, wenn die Ziegen da oben sind, da hinten an der Ecke ist noch ein riesen Brombeerhecke. Und da mulchen wir gerade hinten dran vorbei und stellen den Zaun dann hinter die Brombeerhecke. Dann können die Ziegen die auch abfressen. Die fressen die gerne. Ja, so machen wir es. So, und jetzt testen wir mal den Mulcher.
Was für eine verdammte Scheiße. Ich hoffe, es hören keine kleinen Kinder zu. Ja, ich muss mal wieder umplanen. Weil immer, wenn ich irgendwas kaufe, ist es immer zuerst mal kaputt. Ja, an dem Einachser ließ sich die Zapfwelle nicht einschalten. Ich habe alles versucht, ich habe mir sogar noch die Hand verletzt dabei, weil die Kupplung, die schlockert einfach nur rum, also die Kupplung trennt nicht. Irgendwie ist da irgendwas kaputt. War ja mal wieder klar. Schöne Mist, ey. Ich habe jetzt den AS-Mäher geholt und wir mähen es jetzt mit dem AS-Mäher. Hier oben geht das ja, wir können halt nur nicht unten die Hecken wegmachen und den Zaun versetzen. Müssen wir ein anderes Mal machen. Ey Leute, es ist zum, ja. Gut, ich lege jetzt mal den Zaun aus und dann mähe ich da oben mit dem AS-Mäher, dass wir die Weide gesteckt bekommen, dass ich die Tiere hochholen kann und dass wir unten misten können. Beide ist fertig. Das ist jetzt alles schön hübsch und eingezäunt. Aber jetzt ist mir wieder so viel Zeit verloren gegangen, dass ich nicht die Zeit habe, um jetzt unten noch zu misten. Ich muss das später machen. Wir fahren jetzt nach Hause. Und dann baue ich den Kartoffelroder zum Tiefenlockerer um und dann hängen wir den an und dann bearbeiten wir noch den Kartoffelacker, weil das ist jetzt wichtig. Die haben schon wieder morgen Regen angesagt. Das ist echt eine absolute Katastrophe. Hier regnet es nur. Und ich will das hier heute noch mit dem Tiefenlockerer noch komplett umlegen, also bearbeiten. Und dann können wir nämlich, wenn es nächste Mal ein paar Tage trocken ist, können wir hier mit der Fräse durchfahren. Und dann können wir vielleicht dieses Jahr mal pünktlich Kartoffeln legen. Ja, bei mir wird es nie langweilig. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Ich nehme jetzt den Mäher auch wieder mit. Und dann hängen wir den Kartoffelroder an und bauen den schnell um. Und dann fahren wir hier runter. Dann schieben wir gerade mit dem Frontlader da unten das Holz noch weg. Und dann fahren wir da mit dem Tiefenlockerer durch. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
So, jetzt ist er fertig, unser Tiefelockerer. Das hat natürlich gerade gepasst, dass es für meinen Kartoffelroter, für das Gestell, extra Tiefenlockerer-Schare gibt. Und ja, das werden wir jetzt mal probieren. Das ist quasi irgendwie ähnlich wie ein Grubber, nur dass das Teil halt hier noch so Seidenschare hat, so Seidenmesser. Und halt, ich glaube, tiefer reingeht als ein Grubber. Das ist ja auch, diese Schare sind ja auch um einiges massiver. Und ja, das testen wir jetzt mal, wie das funktioniert. Wir müssen jetzt halt nur noch, komm, wir gehen mal darüber. Ups, was ist denn hier los? Sorry. Irgendwie spinnt der Gimbal ein bisschen gerade. Ja, wir machen jetzt dieses Ganze, diesen ganzen quasi Acker bis darunter. Aber zuerst drücken wir mit dem Frontlader noch das ganze Gestrüpp darüber, dass wir hier schön einen sauberen Abschluss haben. Jetzt fahren wir zwar hier dann zwischen die Biene, die sind nämlich auch noch voll am Fliegen, aber ich denke, das macht denen nichts. Ja, das hier drücken wir alles immer in diese Richtung, dass wir hier schön arbeiten können. Und vielleicht haben wir Glück, es ist zwar für morgen schon wieder ein bisschen Regen angesagt, aber vielleicht bleibt es jetzt in nächster Zeit ein bisschen trockener und dann können wir hier auch fräsen, wenn wir das bearbeitet haben. Oh, hier liegt noch ein Brett. Gut, dass ich hier nochmal durchgelaufen bin. Ui. Da ist noch ein Brett.
So, wir haben es geschafft. Schaut mal. Das sieht alles sehr gut aus. Also ich bin sehr zufrieden mit dem tiefen Lockerer. Und ich habe viel gelesen darüber, über den tiefen Lockerer. Und das soll wohl besser für den Boden sein als Pflügen. Ja, der wirft halt die Erde nicht um, der holt nichts von unten raus und schmeißt es dann um, holt das von unten nach oben, wie beim Pflügen, sondern ja, der lockert das irgendwie auf. Und das sieht gut aus. Wenn das jetzt ein bisschen abgetrocknet ist und dann kann ich das fräsen und dann können wir Kartoffeln legen. Können wir schon loslegen. Und was gut ist, dass diese Wurzeln hier raus sind, weil hier ist nämlich nichts gewachsen hier vorne. Also das ist total schlecht alles gewachsen. Und jetzt weiß ich warum. Das ist durch die Wurzeln. Die Wurzeln haben die komplette Energie gezogen und deshalb hatten wir hier vorne nur ganz kleine Kohlköpfe. Also die waren ja absolut mini. Und auch die Kartoffeln in dem Bereich hier sind einfach schlechter gewachsen als hinten dran. Echt verrückt. Ja, aber jetzt haben wir wenigstens noch was zu Ende gebracht heute. Jetzt bin ich wieder ein bisschen happy, obwohl ich jetzt wegen der Maschine, jetzt habe ich mir, jetzt, ich hatte ja letztes Jahr die Probleme mit dem Einachser, mit dem Texas-Einachser, mit dem gelben. Der wurde ausgetauscht, weil Öl aus dem Getriebe lief. Habe ich einen neuen bekommen, da lief auch Öl aus dem Getriebe. Dann habe ich den wieder rückabgewickelt, habe gesagt, ich will den nicht mehr, holt das Ding ab. Jetzt habe ich mir einen Italiener gekauft mit Honda-Motor sogar, kein Chinese. Und jetzt habe ich wieder ein Problem damit. Ja, aber gut, ich werde Montag dort anrufen und werde mal mit denen reden, an was das liegt, weil ich glaube, das hat was mit der Kupplung zu tun, weil der Kupplungshebel total rumlabbert. Das ist alles total lose und wackelt rum. Ja, aber das haben wir heute geschafft und das ist gut so. Jetzt kann es morgen auch noch mal regnen und die nächsten Tage soll es wieder ein bisschen trockener werden und dann können wir das fräsen. Wenn nicht, muss ich es halt mit der alten Hakorette noch mal fräsen. Das ist zwar dann ein bisschen Quälerei, aber ja, müssen wir durch. Ja, zum Misten kam ich jetzt heute nicht mehr, aber das ist nicht schlimm. Das machen wir dann wann anders, wenn ich wieder Zeit habe. Ich gucke jetzt, dass ich nächste Woche unten im Garten auch noch fräse. Ich hoffe, dass wir nächste Woche im Garten fräsen können, dass wir die zwei Folientunnel, die großen, noch aufbauen können. Und ja, da sind wir wieder ein Stückchen weiter an der, oder ein Stückchen näher an der Selbstversorgung. Ja, und mein Abos hat das ganz easy hier gemacht mit dem Tiefenlockerer. Ich bin anfangs im ersten Gang gefahren, habe dann gemerkt, oh Gott, es geht sogar im dritten. Und im dritten ging es sogar im Standgas. Also das war echt gut. Aber den Allrad habe ich gebraucht, weil es einfach sehr nass ist. Und nur mit Heckantrieb ja, hat er manchmal durchgedreht. Und dann habe ich einen Allrad zugeschaltet. Differentialsperre habe ich nicht gebraucht, aber Allrad habe ich gebraucht. Und dann hat er das gemeistert hier. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart und ja, mit mir meinen Tiefenlockerer ausprobiert habt. Die Fräse konnten wir leider nicht ausprobieren, die kommt dann in dem nächsten Video. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.